Willkommen zurück zu Let's Play Mad Max Part Nummer 10 mittlerweile. Wir sind in Gadgets seiner Festung. Wir haben ja gesagt, wir machen wieder ein paar Nebenmissionen. Also gehen wir mal direkt zu Gadgets. Mal sehen, was er Schönes für uns hat. Da werden Teile benötigt dafür. Links hoch war das hier oben. Mal sehen, was der von uns will und was wir dann überhaupt bekommen. All around us, the grounds were covered in wet, salty water full of life. My people believe that this water will come back to us on our day of reckoning. And then we must be ready. We must patch our ship together and make her whole once more. You believe that? They need to cling to it. Now, personally, I see an acute necessity to armor this wreck up. Prepping for the wave of man scum which will soon come crashing down. The war boy army. Lord Scrotus, back from the dead. Help me get the steel I need. Now, not the brown rotted sheets of wafer you find out here, but real prime steel. With it, I can reward you in armor or scrap, and find plenty extra to fix up my hull. Eisernen Glauben. Nee, Glaube. Ah, sorry. Gadgets benötigt erstklassigen Stahl, um seine Festung zu reparieren. Er glaubt, dass dieser Stahl sich in den Tunneln im Osten befindet. Belohnung: Schalte die Panzerungsverbesserung frei. Okay. Panzerung klingt immer gut. Hoffen wir mal, dass es dort welche gibt. Der Bucklige. Ich glaube, der meint Jump damit. Dann gehen wir mal eben raus und schauen mal, ob das irgendwo auf der Karte markiert ist. Hier oder was? Boah, es ist weit weg. Hohoho, es ist weit weg. Na, wir haben ja unser Bus gestern aufgerüstet. Hoffen wir mal, dass es schneller geht. Könnte eigentlich auch Offroad fahren. Wir haben jetzt immer volle Munition, wenn wir dort rausgehen. Das ist echt geil. Besonders bei dem Geschoss. Das ist echt so praktisch. Haben wir schon gepackt? Das wird eine lange Fahrt. Wir werden wieder von Snipern anvisiert. Ja, stimmt, wir haben ja noch den Hund, den habe ich total vergessen. Aber ich glaube, wenn wir die Minenfelder kaputt machen wollen oder eher gesagt aufspielen wollen, müssen wir, glaube ich, extra nochmal in ich glaube, bei Cheat ist der. Ist den Kitty. Dann müssen wir extra nochmal dorthin fahren und das andere Auto nehmen, wo der hinten drin hockt. Aber das müssen wir sowieso machen, glaube ich. Weil wir, wie ihr oben links schon seht, die Bedrohung im Pink Eyes Hoheitsgebiet mindern müssen. Oder eher gesagt verringern. Und wir werden wieder verfolgt. Aber das können wir ganz schnell klären. Genauso. Damit kann man dann bestimmt. Doch. Vielleicht kann man damit auch gut die Kolonnen kaputt machen. Könnte sein. Weil theoretisch müssen wir eigentlich nur den Anführer davon kaputt machen. Weil die fahren ja immer den Anführer hinterher. Und wenn er stehen bleibt, dann bleiben die eigentlich theoretisch auch stehen. So würde ich das jetzt mal beurteilen. Oh, ein Schrottwagen. Wir heben ihm mal den Schrott auf. Let's just go. I need to polish some hard to get parts.
Ja, reparier mal das Auto. Gibt's überhaupt was zu reparieren? Oh ja, ein bisschen. Ohne Schrott, Willenskraft, okay. Überall verstreut, die Kacke. Ich weiß gar nicht, ob man mehr bekommt, weil ich glaube, diese Autos kann man auch in die Festung fahren. Und dann kann man auch den Schrott bekommen. Ich weiß aber gar nicht, ob man dann mehr bekommt. Ich glaub's aber mal nicht. Habe ich zumindest noch nicht ausprobiert. Schau mal eben, wie weit noch. Oh, hier habt ihr mal gepackt. Kann man den mitnehmen? Nee, ich glaube, da muss man Level 3 sein. Nee, schwach. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir mitnehmen können. Da ist eine schöne Rampe. Boah, Auto halb kaputt. Ach du Scheiße. Na, wir müssen gleich eher aussteigen, glaube ich. Wenn wir am Ziel sind. Piss dich. Geh weg, ey. Keine Lust auf Feinde. Können wir den rausholen? Ja. Kolonnenroute entdeckt. Cool. Kolonnenroute machen wir jetzt nicht. Können wir ein anderer Mal machen. Anderer Mal, genau. Wir müssen aber gleich am Ziel sein, ja. Sind wir gleich. Weil wir da vorne den Punkt sehen, dann sehen wir, glaube ich, nah dran. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Müssen wir nur noch außen rumfahren, glaube ich. Ja, da kommen wir nicht lang. We're looking for healthy steel. Still shining. What do you know about the Eastern Tunnels? I know the burrows of the old steel serpents. There's fine steel there. Oh yes, yes. But buzzards also. Red eyes. Oh, please watch me. Just show me where it is. Das gibt's guten Stahl, das hört schon mal gut an. Was ist das hier? Ah, piss dich. Können wir den kaputt hauen? Voll. Haben wir eh wieder volle Muni, wenn wir in die Festung fahren und wieder rausgehen. Ich glaube, wir müssen den irgendwie kaputt fahren oder so. Können wir damit? This side is from the inside. There's an opening. Over there. Big enough to slide through. Oh, dann reparieren wir das Auto. Nee, das ist keine Öffnung. Ach, da. So, dann schauen wir uns mal hier an. I'll go around. Oh, certainly, certainly. Schrott. Oder? Ah ne, ist kein Schrott. Gucken, was da drin ist. Oh, Mist, falsche Taste. Ah, doch Schrott. 15 Schrott. 17. Wegen Bonus. Boah, ist hier hell. Ah, jetzt müssen wir das von innen aufmachen. Okay. Oh, sehr praktisch, dass da direkt ein Eingang ist. You made it. Does it open? Nö. Ah. Och, komm schon. Jetzt. Ja gut.
Wir können nur links. Oh, tread carefully. There are buzzards in this hole. Die Dinger können wieder explodieren. Rechts müssen wir, glaube ich. Oh, oh, ich ahne Böses. Können wir, glaube ich, einfach durchfahren. Glaube ich. Ja, wir müssen es. Ah, nee. Geht noch so. Oder? Ja, doch. Los. Na gut. Hat er doch geklappt. Schon wieder eine U-Bahn. Wir waren doch letztens, glaube ich, auch erst in der U-Bahn. Brecheisen benutzen. Die Verrückten. Hallo. Hehehehe. Oh, jetzt komm schon nicht raus. Komm mal her. Oh, komm schon. So, wer will? So. Gut. Nun, du. Hey, ich hab doch abgeblockt, du Arsch. Arsch. Schon wieder habe ich abgeblockt. Nehmen wir eben das Messer. Thank God. Oh, he is well known for his cruelty. He wallows in human suffering. According to the lore of the... There's the steel beast! Still on rails. Where does this tunnel lead? Oh, out, huh? Out into the great white. Up high on the cliffs, and then... Oh, a plummeting down. Cubic proportions. Right. I'll use the car to push it out. Was müssen wir jetzt machen? Anschubsen oder was? Ja. Yes, yes, she's moving. Ist ja auch geil. Boah. Dafür, dass es schwach ist, ist echt nicht einfach. So. Vorne ist Licht. Schon wieder. Oh, Scheiße. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Oder unten ist wieder was, was wir aufbrechen können. Scheiße auf die Rotaugen. Kann ich das? Oh, da kommt her. Kann man das noch nicht mal so aufmachen? Na, zum Glück sind es nicht diese anderen Rotaugen, die richtig gut ausweichen können. So. Gucken, was da drin ist. Ich bin wieder Schrott.
Jo, wieder Schrott. Auch wieder 15 und 2. Und ist gut. Okay. Wollen wir mal den Waggon weiter anstoßen. Schön wieder hier draußen zu sein. Ist zu Licht. Oder wir müssen nach da unten. Verbinde Lager haben 400. 140 Schrott. Oh, 400. Ist ja geil. Komm wieder runter. Komm wieder runter. Oh, cool, kein Schaden. Sehr gut. Ödland-Mission abgeschlossen. Eiserner Glaube. Die Motorkraft des Magnum Opus war wirklich hilfreich bei der Beschaffung der erstklassigen Stahls. Des erstklassigen Stahls. Den Gutgash benötigt. Okay. Neue Panzerungsverbesserung. Schauen wir mal, was wir freigeschaltet haben. Werkstatt. Panzerung war das, ne? Das hier. Dicke Gitter. Verringert den Aufprallschaden durch Fahrzeuge, Umgebungsabfälle und Explosionen um 10%. Ah, 10%. Es geht. Es geht. Wir haben fast 500 Schrott. Gucken, was wir noch aufwerten können. Würde die Harpune gerne aufwerten. Wenn das geht. Ah, nee. Doch, die da, oder? Nachladezeit. Was brauchen wir denn hierfür? Rückzugsspule. Okay. Reparaturgeschwindigkeit, Seitenbrenner. Kann man auch noch nicht. Panzerung kann man. Was ist das hier? Okay, der Stachel. Machen wir mal Vorschau. Ah, hier. Ach, da oben. Boah, das sieht ja auch geil aus. 400 kostet es aber, das ist auch viel, finde ich. Lackierung. Nee, braucht man nicht. Verzierung. Kühlerfigur. Donnerstäche. Nachladezeit. Nachladezeit ist gar nicht so wichtig, finde ich. Sniper haben wir auch noch, aber benutze ich eigentlich gar nicht so oft. Reifen. Reifenhaftung um 15%. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Panzerung hoch. 10%, besser als gar nichts. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Let's Play auch wieder mit Gutgash weiter. Je nachdem, wo wir dann spawnen, Cheat oder Gutgash. Das war's auf jeden Fall mit Part Nummer 10. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bei Part Nummer 11 dabei sein würdet. Und bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.